Was geht ab, Leute? Hier ist wieder Plays am Start und ja, ich bin ein bisschen krank und jetzt gibt's mal wieder ein Video von Dino und ja, es tut mir echt leid, dass ich die Tage keine Videos gemacht habe, weil ich hatte einfach ein paar Probleme und ich werde, glaube ich, nicht mehr dieses Roadtour immer weitermachen, weil mein Kunde, beziehungsweise mein, also natürlich Kunde, das kommt jetzt zur Vorschule, also der Abonnent, mit dem ich das hatte, der hat ein paar Mikrofon-Schwierigkeiten und alles drum dran, deswegen das ging alles viel zu schwer und ja, da gab es aber gar keine gute Qualität und ja, das konnten wir euch einfach nicht antun, deswegen lasse ich es einfach, beziehungsweise lassen wir es und ja, jetzt kommen wir einfach dazu. Ich weiß, es ist spät, es ist schon der 4.12.2014 und total scheiße, dass es heute kommt. Und zwar wollte ich einfach, wenn ihr es wollt, mache ich einfach jeden Tag ein Video, was zum Beispiel im Adventskalender vor, also was im Adventskalender die Antwort wäre. Wäre gar kein Problem für mich, könnte ich ganz schön machen. Also ja, jetzt mal so vorneweg. Heute ist die Frage, wer von dem Rudin Albisco, Albiscio, weiß ich nicht, der Lehrer ist. Und ja, wie ihr gerade seht, er ist in Akt 4, er chillt hier in Akt 4 und ja, wie gesagt, wenn ihr das mögt, dann mache ich das halt jeden Tag und immer solche 2-3 Minuten Clips mache ich das ganz kurz und ganz kurz und knapp. Ich werde es dann auch versuchen, so früh es geht, hochzuladen und es wird sicherlich jeden Tag ein Video kommen und ja, heute dann das hier, wer ist der Lehrer von Rudin Albisco, also auch das einfach so eine Bestätigung, also hier, hallo Dino, mein Name ist Rudin Albisco, ich bin ein Schüler des Hexenmeisters Aurelius Rauschu. Okay, das wollen wir also nicht mehr lesen. Und der Aurelius ist, Moment, hier vorne, okay, also den Aurelius haben wir auch, also somit habt ihr auch eure Antwort für eure Frage und ja, wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, wenn es unter euch irgendwelche Leute gibt, die keine Ahnung hatten, was heute die Antwort war oder sonstiges. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch helfen und ja. Schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr das findet und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und ja, gute Nacht, Leute, schlaft gut und bis dann. Peace.